Willkommen zurück zum Splinter Cell Tomorrow, gerade die Party endet und gleich weiter geht's, weil sonst, wenn ich einmal aufhöre, dann ist für mich wirklich Feierabend. Da fange auch meistens nichts mehr Neues an, außer ich habe wirklich so einen Tag, wo ich sage, ja, jetzt habe ich richtig Bock, den ganzen Tag nur aufzunehmen, aber der Tag ist echt zur Zeit selten und geringer geworden. Letztes Jahr hatte ich richtig oft Bock, was zum Aufzunehmen. Schon fast jeden Tag. Aber dieses Jahr ist irgendwie so. Bin auch ein bisschen eben auf der Spur. Nicht nur ein bisschen, sondern auch komplett. Weil. Ich war auch oft davor, meine Arbeit, wo ich jetzt auch bin. Ich war auch schon ein paar Mal kurz davor, die Arbeit aufzugeben. Weil die Werkstätten ist einfach nicht mehr Werkstätten, sondern es ist einfach ein stinknormales Arbeit. Weil die Regelung, was die jetzt machen, das hat nichts mehr mit Werkstätten zu tun. Da ist Sense. Da war einer. Ich erzähle gleich weiter. Entschuldige für die kurze Unterbrechung. Ja, mal Glück gehabt. Ich bin zu schnell, Mann. Ich wette die Tasche. Wer sind die denn? Ja, das war jetzt nicht gut. Also, die Werkstätten, ihr wisst ja, da arbeite ich momentan nur. Die haben zurzeit echt eine beschissene Regel, pfui. Klar, jetzt auch aufnehmen, labern Kinder und dann testen und abballern und. Schieß mich tot. Aber auf jeden Fall. Wird der Arbeit mir auf jeden Fall zu viel. Speichern bitte. Und ich bin mir sicher, wenn ihr daraus wert. Am Anfang dazu wird es zu viel werden, klar. Aber wenn ich das so richtig drauf hätte, dass wir daraus mir besser gehen. Hallo. Ich glaube, ich habe echt zu lange am Speichern gehabt. Und ich habe zu lange gelabert. Ich bin ein Labermal. Wenn ihr anfangt zu labern, labere ich wirklich viel. Tut mir echt leid. Aber wie gesagt, es muss einfach raus. Weil sonst weiß keiner genau, was los ist. Und dann darf niemals das jemand wissen. Aber ich bin mir sicher, dass es einige Menschen gibt, die genau Bescheid wissen, von was ich rede. Hundertprozentig. Ich bin nicht alleine. Da bin ich echt hoffentlich nicht alleine. So. Ich weiß, ob das in den Auswappert, also Ausplätze jetzt genauso abläuft. Aber klappt nur nicht allzu heftig als wie jetzt. Klar gibt es auch viel mehr Mobbing. Und auch viel mehr strengere Zeiten. Andere Zeiten muss ich einhalten, muss klar, selbstverständlich. Aber glaubt nicht, dass man doch gleich diskriminiert. Ja, weiß ich. Aber ob man gleich sofort diskriminiert wird. Nur weil man jetzt für eine Minute mal aufs Klo ist, glaube ich jetzt nicht. Da muss schon echt. Echt hart sein. Wenn man. Scheiße baut. Moment. Scheiße. Ich hab's auch schon fast gedacht. Nochmal laden. 1. Schusssichere Weste anlegen. Ah, verflucht, ja. Den Kollegen brauche ich, glaube ich, gleich. Ich glaube zu meinen, wenn ich jetzt den Kollegen benutze und dann rüber steppe,
kann ich dann ohne Probleme durch den Alarm laufen. Oder? Ja, den Stick muss jetzt nochmal rübergehen. Davor dann auch speichern. Ich hoffe, das funktioniert, wo ich jetzt den Kopf hab. Weil sonst wird's brenzlig. Ja. Schlaues Köpfchen. Mauze, denken können. Man hätte es ja denken können. Flexible Türe. Nummer sicher? Ja. Ist das eine zerstörbare Kamera? Ja. Nein. Entschuldige. Ich hoffe, dass die Kamera wirklich zerstörbar ist. Jetzt habe ich hier wieder Muni verschwendet. Aber ich glaube, der läuft immer nur. Ich will kurz sagen, irgendwo siehst du. Irgendwo siehst du. Ja, die gute alte Miene. Ab grün draufdrücken. Rot kabumm. Genau, die malt es mal nicht aus, weil es ist wieder Munitionverschwendung. Selbstverständlich, oder? Um hier kommt es wieder an. Welche Anime ich zurzeit schaue? Black Clover. Oha. Das ist nicht gut. Ja, da hast du recht. Aber ich glaube, diesmal muss ich echt Taser ballern. Außer die hört mir jetzt gleich, das hat nämlich schlecht. Scheiße. Da waren. Das war ein normaler Mitarbeiter, aber ne. Das ist 100% die schlechte Idee. Was?
Scheiße! Rot wie die Backe. Gerade wollte ich greifen. Erst einmal mal die Schüsse Lichter aus, aber das ist eine schlechte Idee. So muss es ablaufen, genau. Mamma mia. Wo kommt das her? Boah! Junge! Mein Herz! Hier war jetzt gerade echt in kurzen Zeitdruck. Splittergranate! Ein großes Gelaber lang, 20 Minuten. Im Gleichkampf, oder? Oder das war es jetzt gleich? Weil es schaut aus, das war der Levelabschluss. Oder auch nicht. Das passt hier für den Zwischenlager 7562. Okay. Ja, auch mal bestimmt noch abhauen kommt zum Schluss. Hui, Weihnachtskranz. Ich leuchte sogar. Jetzt haben wir vergessen, 7562. Ich hab deine Franzosenhirne, Lambert. Was ist mit ihnen geschehen? Mortified hat die Kunden ausgekippt und die ND-133-Behälter genommen. Wir können also annehmen, dass er nicht zur CIA gehört, da er wahllos tötet. Ein Mörder gefrorener Organe? Leichen kann man nicht töten. Wortklauberei. Ich glaube, wir haben eine Möglichkeit, den Pinguin zu identifizieren. Der Wachmann, der alle in Atem hält, heißt Francis Colbeuf. Abgefangene Gespräche legen nahe, dass er mit seinem Handy ein Foto von Mortified Pinguin geschossen und sich im Präparationsraum verschanzt hat. Präparationsraum? Wo sie die Gehirne von ihrer Schale befreien. Begib dich zu Monsieur Colbeuf und leihe dir sein Telefon. Okay. Bin mir kurz überlegen, ob es lange gelaufen sogar aufhebe lange Beschwerde. Am Anfang habe ich mich etwas zu lange gelabert. Aber wenn mir das gerade eingefallen ist. Ja, aber ist die Werkstätte ist schon echt ein Arschloch geworden. Tut mir leid für die Beleidigung. Aber was so abgeht. Ist einfach eine Maschine. Gehirne und einfach Gehirne.
sieht man auch nicht mehr so in den normalen Scam. Ich bin mir sicher, weil Remix kommt, sind die Gehirne weggeschnitten. Das wäre aber dann echt scheiße. Weil sowas sieht man echt selten. Ich glaube, dieser Teil wurde sogar ab 16 sogar. Nicht bei 12. Eine Leiche. Ah ja. Scheiße. Hallo, aus, aus. Mann. Das nicht entdeckt werden. Oh nö. Warum speien die? Ihr habt doch auch gespeiert, oder? Ach man. Das macht jetzt so einen großen Spaß mehr, ne? 7562. Och man. Ich hab deine Franzosenhirne, Lambert. Was ist mit ihnen geschehen? Mordigkeit hat die Kunden ausgekippt und die ND-133 Behälter genommen. Wir können also annehmen, dass er nicht zur CIA gehört, da er wahllos tötet. Ein Mörder gefrorener Organe? Leichen kann man nicht töten. Wortklauberei. Ich glaube, wir haben eine Möglichkeit, den Pinguin zu identifizieren. Der Wachmann, der alle in Atem hält, heißt Francis Colbeuf. Abgefangene Gespräche legen nahe, dass er mit seinem Handy ein Foto von Mortified Pinguin geschossen und sich im Präparationsraum verschanzt hat. Präparationsraum? Wo sie die Gehirne von ihrer Schale befreien. Begib dich zu Monsieur Colbeuf und leihe dir sein Telefon. So, und jetzt bitte speichern, damit ihr den Scheiß nicht nochmal machen müsst und ihr ja, nicht nochmal umher müsst. Ne? Dankeschön. Weil. So habe ich mich auch geplant gehabt. Einfach mal Gehirne klauen. Junge, was geht mit dir ab? Klaut er Gehirne? Ob man dadurch auch schlauer wird? Keine Ahnung, aber ich glaube ja nicht. Tasche! Sind wir mal trotzdem. Ich möchte mal genau anschauen. Nö, sieht man nichts. Okay. Was genau hat er da gemacht? Wo ist die Leiche, die man braucht? Ah. Dietrich. Na. Da müsste glaube ich der. Ja, ich kann mich erinnern. Ich kann mich schwarz erinnern.
Der hatte noch eine Datenbank. Und ein Bild, okay. Dann nochmal speien, damit man das sieht, nochmal anschauen muss. Selbstverständlich. Der Ovi oder nicht Ovi? Ja, okay, sollte man nicht runter. Also lieber oben bleiben. Alles klar. Hätte man auch denken können. Ich bin im Präparationsraum für Körper. Es scheint, als würdest du recht behalten. Norman sagte, er habe den Wachmann verwundet. Hier am Zugriff ist Blut. Durchsuch die restlichen Gänge. Ich brauche Hilfe, um durch diese verfluchte Tür zu kommen. Schnell laden, das war jetzt gar nichts. Ich bin im Präparationsraum für Körper. Es scheint, als würdest du recht behalten. Norman sagte, er habe den Wachmann verwundet. Hier am Türgriff ist Blut. Durchsuch die restlichen Gänge. Ich brauche Hilfe, um durch diese verfluchte Tür zu kommen. Verflucht, oder? Was zu Idee ist. Ich hab mir mal kurz den Tasern. Nö, Tasern kann man nicht. Ich bin der, was du mal auch hören, ja. Es scheint, als würdest du recht behalten. Norman sagte, er habe den Wachmann verwundet. Hier am Türgriff ist Blut. Durchsuch die restlichen Gänge. Ich brauche Hilfe, um durch diese verfluchte Tür zu kommen. Sorry, dass ihr alles zu einfach auch hier haben dürft. Sorry, mein Ohr mag mich nicht. Geht das Ding auch wieder aus? Ja. Also ist das auch so gewollt, dass man hier rüber geht. Eins. Ich höre etwas. Wir werden Scheiße. Nein, wirst du nicht, weißt? Überhaupt nicht. Mm-mm. Das zeigst du nur. Es zählt ihm schon so weit, oder? Scheiße. Man würde dafür echt ein bisschen abbremsen. Ich fluche heute auch zu viel. Es verzeiht mir echt wegen dann Copyright oder Stummschaltung. Ich fluche echt zu viel heute. Ist nicht gut, überhaupt nicht.
halt mal echt so ein bisschen länger. Auch beim zweiten Part. Vierten Part. Nee, fünften. Mann. Ich hoffe, das läuft jetzt nicht schief wieder mal. Sonst habe ich es gleich nochmal versaut. Und dann nochmal und nochmal und nochmal. Wer sind Sie, ist die Frage. Laden, Dankeschön. Dankeschön. Ach, habe ich den jetzt umgebracht? Ups. Okay. Aber ordentlich. Immer die knappe Sache. Ich kann jetzt natürlich die Wache runterschmeißen, klar. Aber wenn man es natürlich mal braucht, dann ist links es unten. Und na, die Vögel schießen nicht ab. Na, meine. Bin ein Vogelliebhaber. Ich hatte mal Vögel. Bis es mir dann zu viel wird mit den elliptischen, konnte auch nicht beschlafen. Da muss ich sie leider ein anderes Härchen suchen. Schade, aber Gesundheit geht ihm vor. Gesundheit geht immer vor. So, mein Hintern meldet sich auch schon langsam. Ich glaube zwar nicht, dass jetzt gleich ein großes Alarm kommt. Ich habe keinen Fisch gegessen, keine Sorge. Dieses Mal nicht. Bei bestimmten Fisch. Was würdest du vorschlagen? Ich bin sicher, wir finden hier irgendwo einen Brandbeschleuniger, den wir benutzen können. Okay, sieh dich um. Wir versuchen es weiter. Wenn wir es nicht schaffen, kannst du ihn braten. Okay. So, ist jetzt kurz aufgehangen. Bei mir ist es nur bei den Fischdosen. Also, wenn ab und zu mal eine Fischdose ist,
Dann brennt es in dem Magen und beim Hintern natürlich. Das ist natürlich auch nicht so geil. Mm-mm. Aber. Mein Gott, bitte tun Sie mir nichts. Ich mach doch nur meinen Job. Ich gebe mein Bestes, dass sie so wenig Fisch tust wie möglich ist. Ach Junge. Danke. Ich bin nicht hier, um Ihnen Ärger zu machen. Sind Sie schwer verletzt? Nein. Ich bin am Leben, oder? Wer sind Sie? Ich bin von der Telefongesellschaft. Es hat eine Rückrufaktion gegeben. Was? Ich muss Ihr Telefon an mich nehmen. Ich verstehe nicht. Geben Sie mir das Handy, Francis. Das ist also Mortified Pinguin. Exzellentes Foto, Monsieur Coldbirth. Wir haben einen Treffer in der CIA-Datenbank. Norman Soth, US-Bürger. Was bedeutet der Code? Ist der Agent der CIA? Nein, es heißt, Sie wissen es nicht. Ich lasse ihn durch Echelon laufen. Wir können seinen Aufenthaltsort innerhalb einer Stunde ermitteln. Gute Arbeit. Mach dich unsichtbar, Fischer. Cohen wartet draußen auf dich. Alles klar. Was ist klar? Oh oh. Hoch bitte. Dankeschön. Falls es so zählt oder gilt, schnell sperren. Moment. Normal wo schickt man Sot. Ganz nach hinten runter, Leine. Wegen Gas. Und jetzt abschießen, glaube ich, bringt nicht so viel. Schau mal. Ah ja. Das war eine reizende Art, Coldbirth zu danken. Höre ich da Ironie in der Stimme? Er musste nicht sterben. Na gut. Nächstes Mal werde ich ihn nicht töten. Wenn du wieder in den Staaten bist, unterziehe ich dich einem Psychotest. Finde Cohen und verschwinde dort. Einfach getötet. Nee, nee, nee. Level 2 geschafft, Freunde. Das Gehirnaustausch. Mhm. Stück für Stück geht's immer schneller und besser. Und liebe Freunde, glaubt mir, in der nächsten Folge geht's weiter. Lasst ein Like und Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Sind heute weitere 8000 US-Soldaten in Osttimor angekommen. Im größten Militärgeheimdienst ließ verlauten, dass der Dara-Dandoa-Führer Suhadi Sadono nicht nur für die Geiselnahme in der US-Botschaft von Dili am 28. März verantwortlich, sondern auch persönlich. Unter der Leitung von Abraham Sarkissi, welche die für die georgische Propagandakrise entwickelten Programme entschlüsseln sollte, wurde von der UNO als Erfolg. Sporadische Gefechte mit Dara-Dandoa-Kämpfern an der Grenze zu Osttimor. Verluste auf amerikanischer...
Was denken Sie? Die Welt ist klein, gemein und gnadenlos. Und jeder stirbt einsam. Und was halten Sie von Norman Saw? Er ist klein, gemein und gnadenlos. Ich schätze, es liegt an ihm, wie er stirbt. Ich glaube nicht, dass Saw selbst weiß, ob er noch für die CIA arbeitet oder nicht. Ich habe gute Menschenkenntnis. Deshalb verstehen wir uns wohl so gut. Und der Zug, Freunde, habe ich auch noch verdammt gut im Kopf. Wenn ich jetzt mich nicht mit Teil 1 verwechsle. Aber auch in Teil 2 sind Züge dran. Und da ist auch ein sehr böser Hund dabei. Oh ja. Liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Like und Abo da lassen. Haut's rein. Habe die Ehre miteinander. Und falls ihr denkt, wo ist das Gelaber von Anfang hin? Das werde ich vielleicht rausschneiden und das heben wir vielleicht für extra auf. Falls die Mann zu viel auffindet und schneide den Gespräch, was ich heute gesprochen habe, für nächstes Mal rein. Ich warte nur auf den richtigen Zeitpunkt ab. Dann war das Gespräch, was ich jetzt besprochen habe am Anfang des Parts, locker 17 Minuten. Das kann ich schlecht in den Let's Play reinbringen, weil hallo. Aber der Hintergrund passt auch und dann kann ich es dann ein andermal schön mit reinschneiden und dann bleibt das schön gespeichert, ob es wollen oder nicht. Weil das, was ich hier gesagt habe, war zu 100%ig die Wahrheit. Wenn es euch interessieren würde, was ich besprochen habe, kann ich es euch extra verschicken. Oder ich mache einen extra Schnitt, wo ihr das mit anhören könnt. Weil es ist wirklich 17 Minuten lang. Aber ohne Scheiß, was da die Werkstätten aufgeht, das ist nicht mehr normal. Das geht mir jeden Tag für Tag durch den Kopf. Wenn ich jetzt schon wieder am Montag denke, dann bekomme ich jetzt schon wieder Magenschmerzen. Also das Gespräch bleibt auf jeden Fall in einem Ordner. Wenn es soweit ist, wenn das jeder mitbekommen möchte, dann veröffentliche ich es verdammt groß und mache auch nochmal einen extra Part. Dann erkläre ich euch dann genau, was da abgeht und wie die da verhandeln und vor allem, was sie auch für Fehler machen. Und ich glaube, das ist dann echt interessant, wenn es soweit wäre. Ja, aber da muss ich echt aufpassen, weil solange ich noch drin bin, könnten sie mich dann noch mehr mobben als eh schon, vor allem die meisten Gruppenleiter und die Personal. Da muss man echt noch leider etwas aufpassen. Aber das Gespräch bleibt auf jeden Fall gespeichert. Und ich habe es auf jeden Fall im Orten drin. Und wenn was ist, wenn es euch interessiert, dann lade ich es hoch. Sicher. Ja, ansonsten danke fürs Dabeisein. Auch wenn der Part vielleicht ein bisschen kurz ist. Aber da durch die lange Unterhaltung und den innerliche Beschwerde. Da hatte ich die Zeit nicht mehr genau aus dem Kopf, wie lange ich schon davor Let's Play. Deswegen verzeiht mir bitte beim nächsten Mal den kompletten Zug. Weil der Zug ist mich nicht lang. Ansonsten schau mal, wie es mir nächste Woche geht. Ansonsten wirklich danke für eure Geduld. Ja, das schafft nicht jeder. Ich habe nicht viel Abonnenten, aber ich bin froh, dass ein paar dabei sind, vor allem Freunde, die wissen, wie ich dann auch spiele und wie ich zocke. Und in Zukunft dann schauen wir weiter, wie wir dann Livestreaming, wenn der Internet gut genug ist und mein PC das gut mitmacht. Und vor allem die Speicherplätze. Das alles besprechen wir irgendwann des Jahres, wenn wir endlich mal genug Zeit haben.
Wie zieht es hin, hier, hin, hier? Man muss einfach planen. Und ohne Planung läuft gar nichts. Jetzt, ich zähle aber wirklich auch, das ist, glaube ich, wirklich wieder stundenlang. Und dann ist das Video wieder für den kompletten Arsch, weil ich dann zu viel stellen muss. Ja, freue ich mich jetzt schon. Heißt dann, habe die Erde miteinander.